gerade durch die Pandemie haben wir festgestellt, dass wir ja ein zentraler, das wusste man zwar vorher auch schon, dass wir einen zentralen Auftrag haben, aber da wird es noch deutlicher, würde ich jetzt sagen, dass das, was hier begonnen wurde in den vielen Jahren und Jahrzehnten, sagen darf, eine freundschaftlich-kollegiale Verbindung, die wir gepflegt und weiter ausbauen konnten. Und wir haben... Ja, erstmal freue ich mich, dass es gelungen ist, Dr. Hagmeier zu gewinnen als Chefarzt. Das ist eine langjährige Vorbereitung darauf, über viele Jahre. Und es ist ein besonderer Tag, weil es darum geht, die Klinik weiter zu spezialisieren, die Klinik breiter aufzustellen und natürlich auch unsere Lungenklinik auch noch mehr über das Spezialisieren hinaus zu verstärken. Professor Anderath hat ja in den vielen Jahren seiner Arbeit uns sehr, sehr gut positioniert. Aber wir sind so groß geworden, dass es aus strategischen Gründen sehr viel Sinn macht, auch noch eine zweite Person, in diesem Falle Dr. Hagmeier, als Chefarzt zu haben für die Zukunft. Und darüber freuen wir uns. Und deshalb ist ein besonderer Tag heute für unsere Diakonie Bethanien. Man kann sagen, in der 125-jährigen Geschichte ist das jetzt etwas ganz Neues, etwas Einmaliges. Und wir sind sehr froh, dass uns gelungen ist. Schon vorbereitet ist. Ich kenne Privatdozent Hagmeier jetzt schon seit 2009, da ist er zu uns gestoßen. 2009 zeigt Ihnen das, dass eine wirklich sehr, sehr lange Zeit der... Ja, eine qualitative Weiterentwicklung, das war genau der Punkt, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Und wir haben sie schon vor langer Zeit eigentlich getroffen, reifen lassen und jetzt konnte sie umgesetzt werden. Wir wollen der Entwicklung, die wir in allen Feldern der Medizin sehen, nämlich dass es immer breiter wird, immer spezialisierter wird, wir uns noch mehr dem einzelnen Patienten zuwenden mit seinen verschiedenen Problemen, besser gerecht werden. Und wir wollen neue Felder auftun. Wir wollen das, was wir über viele Jahre schon gemacht haben, immer wieder zu schauen, wo gibt es neue Ideen, wo gibt es neue Möglichkeiten, wo können wir uns entwickeln und wie können wir dem Patienten, der Patientin neue Möglichkeiten bieten. Das soll weitergehen und das soll uns mit dieser zweiten Position Türen öffnen, andere Felder zu erschließen, weitere Felder zu erschließen, neue Spezialisierungen zu finden. Ausbauen konnten und wir haben sicher auch viel gemeinsam auf den Weg bringen können in den letzten Jahren. Ja, mein Name ist Lars Hagmeier, ich bin Lungenfacharzt, ich arbeite seit 2009 im Krankenhaus Bethanien. Nach meiner internistischen und lungenfachärztlichen Ausbildung sowie der Zusatzbezeichnung Allergologie und Schlafmedizin habe ich im Krankenhaus Bethanien angefangen als Oberarzt, später als leitender Oberarzt und ich freue mich ganz besonders, jetzt den Schritt gehen zu dürfen, eine Chefarztstelle begleiten zu dürfen und dass ich das Vertrauen bekommen habe von der Geschäftsführung, freut mich auch ganz besonders. Und das bringt natürlich neue Chancen mit sich und diese Herausforderungen möchte ich mit Herrn Randrath gemeinsam annehmen. Wir wollen als Team gemeinsam das Krankenhaus weiterentwickeln, wir wollen neue Schwerpunkte setzen und neben den Schwerpunkten, die wir bereits traditionell bedienen und die Patienten, die wir dort versorgen, möchten wir neue Bereiche uns erschließen und dort die Tiefe weiter ausbauen. Insbesondere im Bereich der obstruktiven Atemwegserkrankungen. Dort wollen wir im engen Schulterschluss mit den niedergelassenen Pneumologen und auch mit der Uniklinik Köln, mit der wir ja auch sehr eng zusammenarbeiten im akademischen Bereich. Hier wollen wir eben neue Behandlungskonzepte entwickeln, neue Wege gehen und auch ein Stück weit eine Pionierrolle einnehmen in der Region. Es ist auch so, dass der Professor Anderath wesentlich beteiligt war.